Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Ich nehme gerne diesen Josefspfennig. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Nehmen wir an, der Josef hätte vor 2011 Jahren zur Geburt seines Sohnes Jesus das gemacht, was ein guter Vater tut, ein bisschen Geld anzulegen. Hätte es auf ein Sparbuch gelegt, Volksbank von Judäa, hätte gut verhandelt, 5% Zinsen ausgehandelt, Hochzinsphase. Und im Laufe der Geschichte ging das Sparbuch verloren. Wir finden heute dieses Sparbuch nach 2011 Jahren, ein einziger Eurocent, wenn es den damals schon gegeben hätte, mit 5% verzinst. Da wären heute mehrere Milliarden Weltkugeln aus purem Gold rausgekommen. Unvorstellbare Dimensionen. Das ist dieses exponentielle Wachstum. Das kann nicht funktionieren. Nehmen wir es linear, das heißt, er hätte jedes Jahr die Zinsen abgehoben und hätte die separat aufbewahrt, ohne dass sich die mitverzinst hätten, dann wäre in all diesen Jahren ein einziger Euro rausgekommen aus diesem Cent, den er angelegt hat. Der Unterschied zwischen einem linearen System, einem Zins und einem Zinseszinssystem ist ein Euro zu Hunderten von Milliarden Weltkugeln aus Gold auf 2000 Jahre. Und das kann nie funktionieren. Und deshalb, es gibt niemanden, obwohl es die Zinseszinssysteme ja schon seit seit Jahrhunderten gibt, hat nie ein solches System langfristig funktioniert. Es kam immer wieder zu dem, was wir eingangs mal als Neutralisierung von Schulden und Guthaben genannt haben. Beispielsweise eben über Inflation. Es gibt den französischen Franc schon seit ein paar hundert Jahren, aber immer mit sehr hoher Inflation, sodass das immer wieder entwertet und weggefressen wurde. Nur so kann das funktionieren. Und auch das haben wir jetzt wieder. Wir müssen die Schulden irgendwie loswerden. Nur Schulden loswerden heißt auf der anderen Seite, ich muss irgendwem, der diese Ansprüche hat, der die Guthaben hat, auch was wegnehmen.